Audience Match Unknown ist doch gar nicht wahr, der ist für Jüngere, das ist doch relativ klar, dachte ich. Genre Match Unknown. Huh. Ja, ich lasse es einfach mal so. Star Quest 2. Ja, muss funktionieren. Ansonsten weiß ich auch nicht. So. Ja. Das war's für den G64. So, Tülü. Gameplay, Engine, aber hauptsächlich Story Quest, ne? So. Plupp, plupp, da kommen die Bubbles. Wir haben auch ordentlich Research-Punkte. Und Dialoge sind unheimlich wichtig. KI lasse ich einfach auf Null. Haben wir ja schon gehört, dass Rollenspiele und KI überhaupt nichts miteinander irgendwie haben in dem Spiel. Ja, Design sieht ganz gut aus. Technology noch nicht so. So, ich will es grafisch beeindruckend haben diesmal. Das World Design ist natürlich auch wichtig. So, jetzt mal her mit dem Game of Market. Ja, Commander Dean, dafür, dass es so schlecht war, sind 270k natürlich nicht ganz verkehrt. Das heißt, so schlecht ist halt echt nicht so gut angekommen. So, mach mich mal die Bugs weg da. Design 20, very nice. Kommt da noch was? Finish. So, sollte sehr hübsch aussehen, das Spiel, denke ich mal. So, Gameplay, Level 3, sehr gut. Damit sollten wir jetzt auch wirklich... Ach, Level Design knapp verfehlt. Graphic. Jetzt bin ich sehr gespannt. Better User Experience 3D Graphics Version 1. Ja, wie nice. Kommen wir jetzt langsam echt in interessante Gefilde, glaube ich. So, bitte, 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 bitte. Boah, puh. Es ist, es passt nicht auf den... Ach, wirklich? Design war doppelt so hoch wie Technology. Ja, wohl nicht so gut wie der erste Teil. Ich glaube, das passt einfach nicht auf den Gameling. Schau mal, verkauft sich aber trotzdem nicht so schlecht, muss man mal sagen. Ne? Also, Verlust wird es sicherlich nicht. Ja, ich muss jetzt einfach auch mal Technology ausbauen. Sound seems to be not very important for this type of game. Young Gaming, ja. Es ist kein grober Fehler gewesen irgendwie, aber halt einfach nicht so... Nicht so der Match irgendwie, also nicht so gut zusammengepasst. So. 3D Graphics. Start Research. Will ich haben. Ich erforsche jetzt mal zwei, drei Sachen. Dann baue ich mir eine neue Engine und dann geht's so richtig los. Dann baue ich einen Blockbuster. So. Ich kann natürlich auch Marketing vielleicht einfach mal machen, ne? Halt, nein. Das war der falsche Knopf. Research. Better User Experience. Die 40.000 sind auch kein Thema, die haben wir. Die Musik ist auch ziemlich cool. Und auch die Grafik und alles ist einfach so stimmig. Ich weiß auch nicht. Ist voll primitiv zum größten Teil, aber es macht Spaß. So. Und komm, wir hauen auch noch Tutorials rein. Also, Kohle ist gerade echt genügend da. Wir wollen jetzt nur einen super Erfolg programmieren. Ja, 220.000 für Star Quest 2. Gar nicht so schlecht. So. Und dann hauen wir noch, kommen die 80 Research Points, habe ich nicht. Machen wir mal hier Casual Game, dann machen wir vielleicht mal ein Casual Game. Casual. So.
noch 8 Research-Punkte, das ist natürlich nicht mehr viel, aber dafür haben wir jetzt auch viele neue Sachen. So. Create a new engine. Mama Corvex 3D. So. Und das X muss, das muss groß. Dann schreiben wir es X3D. Ist doch gut. 3D-Graphics. Bauen wir beide ein, dass wir beides machen können. Alles, was wir haben, hauen wir rein. 200.000, das ist okay. Und wir entwickeln ja ziemlich zügig, so wie das aussieht. So, Vena bringt The Oasis. 16-Bit-Graphics. Ja, bla, neue Generation von Konsolen und sonst noch was. Sehr schön. Kräht heute leider auch kein Hahn mehr danach. Wie gesagt, ich hatte selber nie eine Konsole. Habt ihr immer nur gesehen und mir war die schon immer recht sympathisch, diese Firma. Aber irgendwie haben sie es nicht gepackt, ne? Sind ja jetzt selbst auch mit dem Publishing-Geschichten nur noch ein Label, soweit ich weiß. Und keine wirkliche Firma mehr dahinter. Also, natürlich schon eine wirkliche Firma dahinter, aber es ist halt nur ein Markenname, der von Firma zu Firma eben durchgereicht wird. So. Achievement unlocked. 100k Engine. Ich habe 100.000 in eine Engine gepackt. Und was ich jetzt noch researche, ist ein neues Topic. Und UFO ist immer gut. So. Und dann schauen wir mal, was wir jetzt entwickeln, was richtig Kohle in die Kassen spülen könnte. So. New Game. Topic. Ja. Science Fiction, bleib ich mal, weil ich weiß, dass es für alle gut ist. Science Fiction Strategy. Boah, was nehme ich denn da? Simulation. TS, die Market Shares teilen sich halt inzwischen echt krass auf, ne? Nur der Gambling ist echt verbreitet. Deswegen schwinge ich um und ich mache ein Racing Casual auf dem Gambling in 3D-Grafik und nenne es Kennt ihr noch Stunts? Auch nicht Gameboy logischerweise, aber boah, wie komme ich auf Gameboy? Was ist denn das für ein Wort? Wo kommt mir das her? Das war natürlich nicht auf dem Gambling, sondern so ein Casual Racing Game auf so einem Handheld, das könnte schon echt ganz gut funktionieren, ne? Spielen die Leute nach der Schule mit ihren Freunden über das tolle Netzwerkkabel, das da erwähnt worden ist. Ja. Oder was könnte ich denn noch machen? Ich bin nicht hundertprozentig zufrieden damit, aber die Themen sind halt noch sehr begrenzt. Was ich natürlich machen kann, weil es 3D ist, ist eine UFO-Strategie auf dem PC. Und da weiß, glaube ich, auch jeder, was gemeint ist. Next. So, 3D-Grafik lassen wir. Plupp. Story, Quest. Lass mich doch in Ruhe. Gameplay ist hier wichtig. Plupp, plupp. Plupp, 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 plupp. Ich will mehr von diesen Punkten fliegen sehen.
So, und wenn wir hier natürlich an den, das Original anknüpfen konnten, das eines der erfolgreichsten Spiele, die es überhaupt jemals gab, ist, was kaum einer weiß, ist aber so, wäre das schon nice. Aber da glaube ich nicht dran. So. Mehr Punkte in alles, bitte. Streng dich an, Kollege da unten. So, ja, geh mal auf Monosound, würde ich sagen. Ich habe jetzt 2D-Grafik gelassen, ich Depp. Sollte aber nicht allzu schlimm sein. So. Aha, Decrypt, bitte. This is a very special offer. Our agents have recently managed to borrow some research information, which might be of interest. If you're interested to transfer 38k to the enclosed uplink location, we'll contact your agent Blowfish. Keine Ahnung, ob das der erste Spam ist. 1991? Oder ich probiere das jetzt einmal aus wenigstens. Thank you for your business. You have researched spy. Was kann ich damit machen? Da bin ich immer echt gespannt, ey. So, Technology 17. Oh, noch ein Bug gebaut, sehr schön. Mal auf Finish 17 sollte schon relativ High Level sein inzwischen. So. Neue Combo auf jeden Fall. Zumindest sind wir jetzt in einigen Bereichen, denke ich, noch Level 3 geworden. Da, zweiter, dritter, vierter. Graphic waren wir schon. Und ja, mein genereller Level hat sich erhöht. Also Level Editor und Open World. Game Review. So, das ist jetzt wieder unterirdisch, so wie es aussieht. Hab ich doch gewusst, ey. Irgendwas mache ich falsch. Vermutlich nicht nur ein was. Es sind einfach Genres, mit denen kann ich überhaupt nicht einschätzen, ob sie laufen. So. Ein bisschen Kohle wird trotzdem reinkommen. Game Report reinholen, auf jeden Fall. Also es ist alles weit davon entfernt, dass es Draufzahlgeschäfte werden. Das ist doch schon mal was. So. UFO Strategy ist gut. Graphics seems to be not very important, hätte ich nicht gedacht. Plattform Genre Match ist great. Plattform Audience eher nicht so. Also wieder grundlegend nichts sonderlich Großes falsch gemacht. Aber naja. Ich will jetzt mal ein neues Topic irgendwie. History läuft ganz gut, glaube ich. Level Editor und Open World. Ja, also wirklich viel Geld kommt hier gerade nicht rein. Research complete. New Topic. History. Transport. Ich will Transport. Die Musik ist prima. Habe ich schon mal gesagt, ne? Ist aber immer noch so. So. Transport. Transport Simulation. Ist klar, worauf es rauskommt, ne? So. Double up. Topic, Transport, Genre, Simulation, Plattform, kann eigentlich nur der PC sein, meiner Meinung nach. Eher für Ältere, Engine. So. Welches nehmen wir, ha? Puh. Tja. Um.
Mir fällt keine witzige Alternative zu dem Namen ein, ne? Ihr wisst schon. Ja, den Railroad Manager.